Wenn du bereit bist, mach dich zum Gerüst auf. Ich pass auf. Verstanden. So bleiben wenigstens die Stiefel sauber, was? Ja, kleine Kletterpartie. So wie es aussieht. Da ist wieder so ein Flugvieh. Jetzt müssen wir nur noch sie retten. Gehen wir mal gucken, ne? Warum ist hier weiß? Ne. Das war nicht der Kantenmaler. Kaum vorstellbar, dass irgendwas in diesem Sumpf leben kann. Ich glaube, unser Freund hier kann zurecht. Klar. Da durch? Ich dachte, da oben drauf. Okay. Siehst du das Gebäude, Kumpel? Klebriges Moor. Als wohnt hier jemand. Oder mal gewohnt hat. Oh, Yoda? Was ist das deiner Meinung nach wert? Nichts ist es wert, die Raiders zu hintergehen. Und jetzt verzieh dich. Mhm. So, kann man das... Ne, das ist der Rückweg. Okay. So, trotzdem mal eben kurz gucken. War da irgendwas? Denke nicht. Samen. Purpurrote, Wackelnadel. Irgendwas. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme schon klar. Aber wir müssen mein Datenpad finden. Können wir denn Sehen wir uns das mal an. Auf keinen Fall! Mein ganzes Leben ist auf diesem Datenpad. Cal, was machst du hier draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen, Zack. Ich bin hier auf der Suche nach sie. Ja, ich auch. Ahem, und ich bin Winnie Eris. Cal, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Was brauchst du? Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Wo ist er hin? Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, auf dieser Nadel. So nah und doch so fern. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt, danke, Cal. Gerne. So. Da oben, oder was? So eine Nadel hier, das oder? Das kann ich nicht bewegen. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Erstmal die Kiste holen, ne? Prioritäten setzen. Eine Streunerjacke. Holz hier einfach mal an. Was hast du entdeckt, Digga? Abgeschützter Vulture-Druide. Der da. Kein. Gut, warum können wir die Plattform nicht anheben? Nicht stark genug. Was ist das? Hastig verlassene Städte. Oh, da unten klebt's. Oder? Ja, immer noch nicht toll. Ja. Oh, da geht man aber tatsächlich unter, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Das zieht mich runter. Ja, mich ziehen auch so einige Dinge runter. So, ich bin dann mal wieder weg. Muss morgen wieder früh raus. Alles klar, Zeus. Danke fürs Reinschauen. Dann mache mal gut.
jetzt? Warst du schon mal auf einem so großen Schiff, Kumpel? Bei mir ist es lange her. Ich freue mich nicht drauf. Aber sie ist da drin. Wir werden nicht ohne sie gehen. Hui. Schöne Kletterpartie. Da geht's wieder zurück. Okay. Kurz die Lage checken. Nein, die Dinger, oder? Da bist du ja. Bereit, einen etwas exzentrischen Druiden aus der Hohen Republik zu befreien? Ja. Und du? Ich bin hier, oder nicht? Genau. Was leuchtet da grün? Stellenweise. Na, ich glaube, das ist nichts Wildes. Roger, Roger. Roger, Roger. Versuchen. Ja, warte mal. Nee, hier ist nichts. Ich bin beschädigt. Das bist du ja. Hey. Okay. Durchzuwarten wäre keine gute Idee. Irgendwas, was man da hinlegen kann. Okay. Ist vielleicht der Rückweg. Wenn wir von der anderen Seite den Kran benutzen. Oh Gott, ey. Geben Sie sich mehr Mühe. Kein sehr herzlicher Empfang. Anklopfen ist wohl keine Option. Wir suchen uns einen eigenen Weg. Siehste? Ja, warte. Erstmal die Lage checken. Da. Irgendwelche Ideen, Kerl? Ja, aber Moment. Ist das auch BD? Muss einen fahren lassen. Vielleicht kann ich helfen. Ja, mach mal. Denkst du, du kannst diese Kupplung zerstören? Finden wir es raus. Zweifel? Ja, Moment. Aber es geht tatsächlich, ne? Die Plattform ist wohl gerade woanders. Okay. Was bitte? Wollt's was scannen? So eine Gap. Hey!
Dein Tod. Gutes Teamwork. Ja. Kann man nicht meckern. Kurzer Kinnbart. Nee. Wenn dann ein langer Kinnbart. Das muss ja dann auch schon zu mir passen, ne? Zu meinem außerordentlich wahnsinnig hübschen Erscheinungsbild. Ja. Da liegt nix. Was ist das? Nix. Okay. Verdammt. Marin hat also doch beschlossen zu kommen. Ja, sie glaubt, dass Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar. Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Vögel. Oh ja. Und dann da hoch. Erst das Gestänge. Aber wie? Das ist ein bisschen weit. Behaupte ich mal so. Das schaffe ich doch nicht, oder? Kann man nicht einfach hier hoch? Auf der anderen Seite und dann hier hoch. Wäre doch viel cleverer, aber. Guck mal, da ist auch was zu holen. Okay. Hey, stehen bleiben. Ein Echo. Dieser Schrotthaufen könnte jede Sekunde versinken. Na, das wird halten. Warte nur, bis du das Innere siehst. Siehst du? Da geht es nämlich irgendwo rein. Müssen wir rauskriegen, wo. Hier vielleicht? So, das ist. Das sind die Augen von BD-1, wo manchmal so einen grünen Fleck hinterlassen. Wo ich schon die ganze Zeit denke, da wäre irgendwas. Okay, gucken wir mal, ob wir den Sprung schaffen. Klar. Bah. Ich bin mal auf D-Nap in einen Frachter eingebrochen. Ach, irgendwelche Tipps? Nein, es war überhaupt nicht wie ein Luca Hulk. Weiß gar nicht, warum ich das erwähnt habe. Kannst du das wegschaffen? Absolut. Mach das weg. Paddel. Oh. Wir haben einen Kampf. Okay, okay, okay. Wer braucht nur ein Jetpack, was? Eben. Bist du Modell 459? Ja. Sie sind nicht autorisiert.
Bam. So. Haben diese Druiden gestritten? Das passiert öfter, als man denkt. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Komm schon, weiter geht's. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Hä? Bin ich hier falsch abgebogen? Nee. Wo soll ich denn hin? Hast du mich vermisst, so. BD? Ich glaube, das war ein klares Nein. Was war da gerade? Achso. Oh, da unten liegt was. Guter Fund. Werkbank. Für mich unnötig. Wäre zu einfach. Ah, ein Versuch ist es immer wert. Können wir da mal gucken? Ah. Allerdings wollte ich doch mal ins Grüne gucken. Gehen wir erstmal ins Grüne gucken. Ah, okay, das müssen wir von da oben aus machen. Verstehe. Okay, okay. Dann gehen wir mal hoch. Ich weiß nicht, was das heißt, aber es ist aufregend. Was zum Scannen? Nein. Moin. Hier ist einer. Lustig, lustig. La 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 la. Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Weiter nach oben, ja? Irgendwie. Da. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ja, ich dachte, hier wäre jetzt die Plattform unter. Ach so, das kommt da oben. Kommt da noch. Geh weiter. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. Sei vorsichtig. Alter. Das hätte jetzt auch in die Hose gehen können. Was bist du? Ich hab dich nicht ganz so gut verstanden. Digga. Mach das weg. Dann halt nicht. Oh. Ja. Okay. War trotzdem knapp, gebe ich zu. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Genau. Das war mal dein Job, Digga. Und? Ah. Wo wollen die denn hin? Abgezogen. So, da ist wieder Besuch da vorne. Schnell hin. Funktionalität eingebüßt. Gib auf.
Roller. Okay, dementsprechend geht es hier wohl nicht weiter. Nö. Dann man tau. Vorbeigesprungen. Tadam. Dahin? Kann ich da nicht von innen? Nee. Aber ich muss kurz gucken. Mich kurz orientieren. Aber ja. Muss ich wohl auf diese Plattform hier. Schaffe ich das? Ganz schön weit, ne? Vielleicht wäre es besser, mich da dran zu hangeln. Aber das kann ich, glaube ich, nur von der Seite hier. Na, höher komme ich hier nicht, ne? Nee. Okay. Oh Gott. Easy. Wachsam. Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Ja. Kampfbereit. Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravis vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. An jedem anderen Tag wäre ein Diebstahl von diesen dummen Prospektoren bedeutungslos. Aber jetzt haben sie Unterstützung. Oh, das war cool. Ich kann hören, wie sie herumschwirren. Oh, das klingt nicht gut. Bleib wachsam. Verdammt, verdammt. Feind nähert sich. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Oh, ich wäre so gern. Ja, das hätte mir aber auch nichts gebracht, ne? Das wäre einfach nur da gewesen. Okay. Wie geht's denn dann weiter? Ob das reicht? Nee, ist doch viel zu weit. Okay. Ah. Die Lage checken. Ja, das ist wieder das. Ja. Okay. Dann müssen wir hier lang. Warum ist diese Tür zu? Versperrt oder verklemmt oder sonst was. Sie geht nicht auf. Auf der anderen. Bitte. Dein Leben ist verwirkt. Ich gebe niemals auf. Nimm das. Ja, dann gib doch her. Oh, das hat gesessen. Blockierte Tür? Ich frage mich.
Ja. Ach, das ist nur eine Abkürzung. Oh, der ist wieder da. Ist sogar auf dem Boden geblieben. Ja, Moment, gut, Moment. Dass du noch in einem Stück bist. Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas. Ja, da leuchtet doch was. Netter Fund. Prioritklumpen. Man muss ja Prioritäten setzen. Okay. Rein da. Was ist hier? Die Abkürzung, verstehe. Was gibt's hier? Nix. Du bist sicher so. Froh, dass Marin sich der Crew angeschlossen hat. Ja, es freut mich, dass sie uns helfen will, Tenalor zu finden. Moment. Hörst du das? Zerstörer-Droiden. Perfekt. Fair. Das erste Mal habe ich mit meinem Meister während der Klonkriege gegen Droidikas gekämpft. Ich bin erstarrt. Er musste sie ausschalten. Ich wette, er wäre stolz. Das hoffe ich. Droidika. Ist das so ein Supermarkt, wo die Droiden einkaufen gehen? Könnte ja sein. Nicht, wovon du sprichst. Wie du meinst, Kerl. Was? BD1, was los? Wolltest du was scannen? Komm her. Hervorragend. So viel Müll.